Hallo alle zusammen, mein Name ist Silvio Oeser, ich bin Fotograf und Fototrainer und heute reden wir über das Thema ISO. Viel Spaß! ISO, was bedeutet das? ISO, drei Buchstaben, die ja doch eine ganz große Wirkung auf deine Fotos haben. Und das bedeutet nichts anderes als die Lichtempfindlichkeit deines Sensors. Das kommt aus der analogen Fotografie. Früher musste man sich beim Filmkauf entscheiden, wie ISO-stark der Film ist, also sprich ISO 100, 200, 800 oder höher. Heute kannst du das ganz bequem mit deiner Kamera für jedes Bild einzeln nochmal einstellen. Ich habe es schon verraten, das heißt also, ISO macht dein Bild heller, beziehungsweise deine Kamera lichtempfindlicher, wenn es denn dunkler ist, damit dein Foto heller belichtet werden kann. Jetzt kommen natürlich noch die Parameter Verschlusszeit und Blende hinzu, aber die blenden wir mal aus, das mache ich in einem anderen Video. Heute geht es nur um ISO. Wenn du draußen Landschaften fotografierst und gerade bei Sonnenlicht, Tageslicht unterwegs bist, dann wirst du immer auf ISO 100 sein, denn es gibt ja auch gar keinen Grund, irgendwie höher zu gehen, denn du hast genügend Licht draußen und von so her dürfte das eigentlich passen. Interessant wird es, wenn du drinnen fotografierst oder wenn du in der Nacht fotografierst. Denn beide Zustände verlangen natürlich eine ganz andere ISO-Einstellung als noch am Tag. Wenn du drinnen fotografierst, dann wirst du mit deiner ISO auch schnell hochgehen müssen und dann wirst du auch sehr schnell Bildrauschen haben. Das heißt also, wenn du deine ISO-Zahl kleinstellst, im Sinne von auf ISO 100 gehst, dann ist dein Foto deutlich dunkler, wenn du drinnen fotografierst, als bei ISO 800 oder ISO 1600. Und dessen solltest du immer bewusst sein, wenn du deine ISO-Zahl nach unten senkst, dann wird dein Foto automatisch dunkler bei gleichen Einstellungen. Und gehst du mit der ISO-Zahl höher, dann wird dein Bild automatisch heller bei gleichen Einstellungen. Das Ganze hat natürlich auch wieder Vor- und Nachteile. Wenn du dein Foto zu dunkel belichtest, dann musst du in der Nachbearbeitung eine ganze Menge mehr machen, musst aufhellen und riskierst dann auch Bildrauschen. Ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt mal ein bzw. zwei Bilder zum Vergleich und ich zeige euch, was passiert, wenn man das Foto aufhellen muss und man sieht dann sehr deutlich, gerade in den dunklen Bereichen oder in den Schatten, dass es dann sehr schnell anfängt zu rauschen bzw. sogar Farbrauschen auftreten kann. Das kann sogar so schlimm werden, dass man dann Artefakte drin hat und das Foto sogar unbrauchbar in diesem Bereich ist. Ich achte immer darauf, dass es nicht so ist, dass wenn ich aufhellen muss, es bei ein bisschen Rauschen bleibt. Man kann das auch rauskorrigieren, aber ich glaube, der Anspruch sollte schon sein, dass man das so gut wie möglich belichtet und gar nicht erst im Nachgang so viel machen muss. Ich habe es also gerade eben erklärt, deine ISO-Zahl sollte so niedrig wie möglich sein und so hoch wie nötig. Wenn du also auf ISO 200 bleiben kannst, dann bleibe da und geh nicht unnötigerweise nach oben. Denn wenn du alle anderen Einstellungen, Verschlusszeit und Blende, nicht mehr verändern kannst oder nicht mehr verändern musst, dann solltest du erst auf ISO höher oder niedriger gehen. Man sagt also, dass ISO auch als letztes verändert wird, wenn alle anderen Parameter soweit passen oder so sein müssen. Wenn du Sportfotografie machst oder wenn du deine Kinder fotografieren möchtest, wie sie sich schnell bewegen, dann wirst du eine kurze Verschlusszeit brauchen und dann musst du mit ISO hochgehen, damit dein Foto etwas heller wird. Denn durch die kurze Verschlusszeit kommt weniger Licht auf den Sensor und der Sensor braucht einen Booster quasi, um wieder empfindlicher für das Licht zu werden, was nur noch reinfällt. Wenn du Landschaften fotografierst und auf dem Stativ arbeiten kannst, dann kannst du auch eine längere Verschlusszeit wählen und kannst dann typischerweise auch eine niedrige ISO-Zahl einstellen. Wenn du jetzt gerade mit viel Wind zu kämpfen hast und die Bäume sich sehr stark bewegen, dann kannst du natürlich auch nicht unendlich lang belichten, weil es dementsprechend auch wieder komisch aussieht im Bild. Dann wirst du auch mit ISO etwas hochgehen müssen, auch in der Landschaftsfotografie dann, weil du möchtest ja keine Windbewegungen deiner Bäume haben, sondern typischerweise das Bild auch knackscharf haben und vor allem auch eingefroren haben. So, anhand der Canon 200D zeige ich euch noch kurz, wie und wo ihr euren ISO-Wert einstellen könnt. Hier oben habt ihr eine Direkttaste für ISO, das heißt, wenn ich im eingeschalteten Zustand hier drauf drücke, komme ich direkt ins ISO-Menü und da kann ich dann auswählen, welchen Wert ich für mein Foto haben möchte. Von ISO 100 bis 25.600 geht das Ganze. Natürlich versuche ich hier irgendwie drunter zu bleiben, unterhalb 1.000 und dann passt das eigentlich schon. Einen Automatikmodus habt ihr auch, das heißt, da entscheidet dann die Kamera, welcher Wert fürs Foto angebracht ist. Ich bleibe jetzt bei 100
und bestätige hier mit dem Q bzw. Z. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr die ISO mit einem Oberlimit festlegen könnt. Das heißt also, bei der ISO-Automatik-Einstellung könnt ihr der Kamera sagen, bitte automatisch bestimmen, welcher ISO-Wert geht und maximal aber nur so viel ISO einstellen. Dafür geht ihr mit der Menü-Taste ins Menü. Okay. Und dann gibt es im zweiten Unterpunkt, wie ihr seht, ganz unten den Punkt ISO Auto Limit. Da geht ihr drauf mit OK. Und dann könnt ihr hier einstellen, welcher Oberwert quasi eingestellt werden soll. Ich versuche das immer so auf 3200 oder ISO 1600 zu lassen. Für APS-C-Kameras reicht das eigentlich aus und ist auch meistens schon die Obergrenze, was die Rauschverträglichkeit nach meinem Geschmack zumindest angeht. Bestätigen, okay, mit Z. Und mit Menü gehen wir wieder raus. Nochmal Menü und dann sind wir schon draußen. Jetzt weiß die Kamera, im Automatikmodus darf sie nur so viel ISO zulassen und ihr habt bis dahin eigentlich auch ein ganz entspanntes Fotografieren. Jetzt sind wir quasi draußen in der Natur, damit ich euch ein bisschen praxisnah auch zeigen kann, worauf es denn doch bei ISO ankommt. Dieses Foto jetzt, wie ihr mich im Video seht, wäre bei ISO 100. Ich bin jetzt gezwungen, alle Einstellungen so zu lassen, wie sie jetzt sind. Wir haben ein bisschen Wind, ich kann jetzt nicht so lange belichten, damit die Blätter auch scharf sind im Bild am Ende. Und wir können jetzt nichts mehr verändern. Was muss ich jetzt tun, typischerweise? Genau, ich muss die ISO hochnehmen. Und zwar bin ich jetzt bei ISO 100 und gehe mal in schrittweise nach oben. Wir haben jetzt die ISO 200, sieht besser aus. ISO 400 sieht schon echt gut aus. ISO 800, ja, könnte ein Ticken zu viel sein, sagen wir mal ISO 400. So, das heißt also, ich habe jetzt alle Einstellungen gelassen, wie sie sind und habe nur ISO verändert, weil ich gezwungen bin, mit ISO zu arbeiten. So, das heißt also, das Bild wäre korrekt belichtet und wäre auch soweit in Ordnung. Jetzt könnt ihr natürlich hergehen und sagen, ich nehme ISO 100, ist mir egal. Dann gehe ich eben in die Post rein und mache dann alles noch ein bisschen heller. Das kannst du tun, aber wenn du sagst, ich möchte es korrekt belichten von vornherein, dann gehst du hier in diesem Fall jetzt auf ISO 400 und hast ein Foto, was dementsprechend in Ordnung belichtet ist und auch soweit es geht passt. Das heißt also, wenn du alle Einstellungen fix hast und du kannst sie nicht verändern oder du möchtest sie nicht verändern, dann musst du als letztes ISO verändern. Nimmst du die ISO runter, wird es dunkler automatisch. Also je kleiner die ISO-Zahl wird, desto dunkler wird dein Bild bei gleichen Einstellungen. Gehst du mit der ISO-Zahl hoch, also wird die Zahl größer, dann wird dein Bild heller. Ich zeige es dir gerade eben wieder. Und du hast quasi eine hellere Belichtung mit eingestellt. So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Und wir gehen jetzt, glaube ich, wieder rein. Und dann mache ich noch den Abschluss mit euch. Ich hoffe, mein Video hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitbekommen und mitgenommen zum Thema ISO. Falls ich was vergessen habe, schreibt es unter das Video in die Kommentare. Ich freue mich wieder über jeden, der sich da ein bisschen mitteilt. Dann abonniert bitte meinen Kanal unbedingt, liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!